Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Airships Conquer the Skies. Das Spiel wurde entwickelt von David Stark, einem Schweizer Entwickler, der das Spiel in Eigenarbeit aufgebaut hat. Es ist ein Echtzeitstrategie-Luftkampf-Simulationsspiel. Pixel-Art-Grafik, kennt ihr ja, ist bei mir sowieso immer so ein kleiner Bonuspunkt. Ich spiele solche Spiele sehr, sehr gerne. Wenn es mit Luftschiffen ist, hat es natürlich direkt den zweiten Bonuspunkt, weil Luftschiffe war schon immer auch so mein Ding. So ein bisschen steampunkig und ja, das Spiel beinhaltet auch einen Multiplayer-Modus. Mal sehen, vielleicht kriege ich ja sogar Don Tomato von dem Spiel überzeugt, dann können wir euch mal ein paar Gefechte im LAN zeigen. Ansonsten werde ich mir einfach so ein paar Zufallsgegner wahrscheinlich früher oder später suchen, wenn ich das Spiel besser beherrsche. Das Spiel hat einen Kampagnenmodus, da kann man da versuchen, die Welt mit seinen Luftschiffen zu erobern. Es gibt einen Gefechtsmodus, den werde ich euch gleich schon mal zeigen, damit ihr mal so ein Luftgefecht gesehen habt. Dann jede Menge Editoren, mit denen man Schiffe zusammenbauen kann, um sie später zu verwenden, wenn man nicht vorhat, direkt im Spiel die zusammenzubauen. Es gibt neben den Luftschiffen auch noch Landschiffe, also sowas wie Panzer, allerdings aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel Walker zu konstruieren, so ein AT-ST oder sowas. Gebäude gehören natürlich auch dazu, weil wenn man ein Land erobert, möchte man natürlich auch, dass der Gegner es sich nicht gleich wieder zurückholt. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, wie ihr wahrscheinlich jetzt schon seht, das Spiel ist in HD verfügbar, was auch für Pixel-Art-Spiele nicht zwangsweise immer gegeben ist. Die Musik dürfte in diesem Fall auch wenigstens keine Probleme machen, so wie wir das bei Nom Nom Galaxy hatten, so dass ich zwischendrin plötzlich 30 Sekunden Ton rausschneiden musste. Sehr unangenehme Geschichte. Ich habe da auch immer noch keine Rückantwort von meinem Entwickler zu erhalten, leider. Aber in jedem Fall, ich würde euch vorschlagen, wir beginnen jetzt erstmal mit einem kleinen Gefecht. Die Karte ist zufallsgeneriert immer. Was ist das? Sieht aus wie eine fliegende Schildkröte. Würde ich in diesem Spiel noch nicht mal ausschließen. Es gibt fliegende Inseln, die macht das Ganze dann ein bisschen interessanter. Den Gegner könnten wir auch auf dumm oder auf clever stellen. Wir lassen ihn mal auf normal. Dann Zoom anpassen. Nö, brauchen wir nicht. Wir haben eine Auswahl von Landschiffen vorab angegeben. So ein riesen Landschlachtschiff zum Beispiel, also quasi schon eine fahrende Festung. Ja, oder auch einen kleinen Walker mit drei Maschinengewehren. Die müssten Maschinengewehre sein. Es gibt einen größeren Walker, der auch Kanonen hat. Es gibt einen Panzer mit jede Menge Kanonen. Und eine kleine Rammpanzereinheit. Aber ich möchte euch jetzt eigentlich erstmal lieber Luftschiffe zeigen. Ja, nehmen wir... Oh, die fliegen gar nicht so hoch. Das ist ein bisschen ungünstig. Das hat natürlich alles was mit dem Auftrieb zu tun. Wenn wir das Kampagnenspiel spielen, werdet ihr das noch eher sehen. Dann fliegen die Schiffe auch entsprechend ihres Auftriebs auch mal ein bisschen höher. Mal sehen, vielleicht was Kleineres. Rammschiff oder ja, okay, nehmen wir das und für den Gegner nehmen wir genau dasselbe Schiff und dann starten wir auch direkt. Das Spiel lässt sich glücklicherweise pausieren. Und wie ihr schon seht, die KI fliegt direkt ziemlich hoch. Ja, und es hat uns auch schon ziemlich übelst erwischt. Der Gegner hatte natürlich direkt am Anfang schon einen gewissen Vorteil uns gegenüber.
Aber langsam macht es den Eindruck, dass wir ein bisschen... Ja, bei uns brennt es, bei ihm brennt es aber auch schon heftig. Und wir zerstören seine Frontgeschütze. Das ist für ihn zumindest nicht sehr gut. Die Befehle sind natürlich immer ein bisschen zeitgebunden, weil die Mannschaft ja einige Zeit braucht, um sie aufzusetzen. Unsere Auftriebseinheit brennt, das ist gar nicht gut. Aber ihr seht ja auch schon, die Mannschaft läuft im Schiff umher. Und da haben wir ihn gekillt. Fliegen auch ein bisschen näher ran. Wir haben den Gegner entwaffnet. Noch ein bisschen länger und er wäre wahrscheinlich explodiert. Und im Kampagnenspiel läuft das im Endeffekt genau darauf hinaus. Wir benutzen unsere Ressourcen, um weitere Schiffe zu bauen, auszustatten mit Munition und Kohle und sie gegen den Feind zu schicken, um ihn zu entwaffnen bzw. zu zerstören, sodass wir seine Ländereien uns unter den Nagel reißen können. Ich habe das Spiel bis jetzt eigentlich nur ein paar Minuten gespielt. Dementsprechend ist es ein Let's Play Blind. Ich habe keine Ahnung von der Strategie, ich könnte mal jetzt kurz in den Luftschiff-Editor gehen. Also ich kann mir ganz grob vorstellen, was ein Luftschiff alles braucht. Struktur, Auftrieb. Ja, wenn wir ein großes Schiff bauen, brauchen wir auch eine große Suspendiumkammer. Muss die nach oben hin frei sein. Ein riesiger Suspendiumkristall wird hier von einem ebenso großen Dampfgenerator angetrieben. Weil die Dampfmaschine so groß ist, benötigt sie einen Schornstein direkt nach oben. Aha! Gut, gut. Wie viel Auftrieb erzeugt das Ding? 4800. Dieser kleine Kristall, den unser gebautes Schiff hatte, hatte einen Auftrieb von 600. Nur damit er mal so ein... eine kleine Vorstellung davon habe. Wir können den Auftrieb auch noch mit solchen Kammern erhöhen. Die funktionieren wie bei einem Zeppelin die Heliumkammern. Segel. Naja, okay, wenn man denn möchte. Propeller, Propeller umgekehrt. Kleiner Propeller, großer Propeller. Gewicht müssen wir natürlich auch drauf achten. So, das Kohlelager bauen wir direkt dran. Ah, ihr seht schon, die Teile sind auch nicht alle gleich groß, sodass man die Schiffe nicht immer optimal bauen kann. Und Crew. Ein Feuerleitrechner, das klingt doch nach sehr viel Spaß. Krähennest, Cockpit, Brücke. Dann gibt's noch Waffen. Suspendiumkanone. Oh, schwere Kanone. Geschütz unten. Ja, solche Sachen gefallen mir. Truppenkaserne, Grenadierkaserne, Niederkaserne. Ah, mit Enterhaken. Enterhaken klingt gut. Ah, ein riesen Ramsporn. Naja, aber wir sollten vielleicht erstmal noch ein paar kleine Zutaten dem Schiff hinzufügen, bevor wir hier... Kiel brauchen wir wahrscheinlich. Verstrebungen. Okay. Ein offenes Deck. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre.
Genau, teilen wir das Schiff mit Brandschutztüren auf. Dann eine Brücke, aber nicht ganz oben. Wie groß ist die Reparaturstation? Ja. Also das hier wird schon ein Dampfer. Hoppala. Wo bin ich drauf gekommen? Das normale WASD funktioniert in diesem Spiel nicht. Dafür gibt es dann eben verschiedene Tasten, die man drücken kann. O? An O kann ich eigentlich weniger dran gekommen sein, aber gut. Das wird sich mit der Zeit alles ergeben. Wir haben eine Brücke, eine Reparaturstation. Eine Wachkaserne über der Brücke ist auf jeden Fall eine gute Idee. Eine normale Kaserne und... Oh, Flammenwerfer. Raketen. Viel Spielzeug. Nehmen wir ruhig ein paar mehr mit. Dienstgipfelhöhe 241 Meter. Ja, das denke ich mal, sollte immer noch... akzeptabel sein. Dann braucht man ein bisschen Heckverteidigung. Geschützturm. Eieiei, wenn man sich mit so einem Spiel noch nicht auskennt, ne, dann ist das so schwer zu entscheiden, was man haben will. Flakkanone. Schwere Kanone. Ohohohoho. Nehmen wir auch. Bei wie viel sind wir? Ah, sehr hoch kann das Schiff schon gar nicht mehr fliegen. Kann kein Befehl entgegennehmen. Haben wir irgendwo was Wichtiges vergessen? Wahrscheinlich. Lager braucht das Ganze natürlich auch. Dann brauchen wir Quartiere. Ah, jetzt wird das Ganze schon... Ah, okay. Ah, schick, schick, schick.
18 Sekunden für jeden Befehl. Luftmatrosen sind wahrscheinlich zu wenig. Versorgung. Uiuiui, das Schiff wird langsam. Ah, mit gedrückt halten kann ich direkt mehrere platzieren. Okay, Teleskop zum besseren Zielen. Hier gibt es so viele schöne Sachen, die man gerne hätte. Feuerwache. Eieieiei. Abbrechen ohne Speichern. Denn an sich möchte ich gerne einmal die neue Kampagne ausprobieren. Das Wappen behalten wir selbstverständlich. Kleine Karte, einfach und Start. So, und wie ihr hier oben an den Tasten schon erkennen könnt, das Spiel ist in Echtzeit gehalten. ...120 Einkommen, große Werft, Geheimpolizei minimal. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Kann ich hiermit irgendwas anfangen? Nö, wohl nicht. Schiff erstellen, Schiff konstruieren, Landschaft, Verteidigung. Aha, okay. Okay, okay. Wir haben also ein Schiff zur Verteidigung. Ich würde gern auf so einer Insel natürlich so einen Geschützturm oder sowas aufstellen, aber... Geht das echt? Aber ich möchte nicht mit den Dingern in diese Richtung schießen. Versorgung. Okay, wir brauchen nur so eine Luke für. Kohle braucht das Ganze hier nicht. Werden. Ich sehe schon. Schade, lässt er uns trotzdem nicht machen. Thank you.
Wir haben 599 und 77 Cent. Was nehmen wir denn? Flammenwerfer ist nicht verfügbar. Und hier sind die Kosten zu hoch. Bauen wir uns ein kleines Kanonenschiff. So. Ach, der macht hier Namensvorschläge. Geld haben wir jetzt schon deutlich mehr. Nennen wir Ungetüm. Kaulquappe belassen wir als Verteidigung da und mit den restlichen greifen wir jetzt die an, die waren so unvorsichtig und haben uns beim Bauen gestört sozusagen. Wusch. Dann gehst du ein Stück zurück. Juhu, das ist schon deine Gipfelhöhe.
habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass es überhaupt Nachtgefechte gäbe. Sehr schön, sehr schön. Oh, die kommen nicht mehr sehr weit. Seht euch das an. Keine Munition mehr, dann ziehe ich ein bisschen zurück. Wuhu! Sieg! Davon auf jeden Fall noch einer. Es fängt langsam an, richtig Spaß zu machen. Nur irgendwas übersehe ich jedoch mit Sicherheit. Imperium. Geheimpolizei. Man hofft, es benehmen sich alle von selbst. Als Herrscher eines der Städte im Land hast du ein klares Ziel. Erobere alle anderen und erschaffe ein stolzes Luftimperium. Leider haben alle anderen die gleiche Ambition. Eroberung. Schicken wir hier direkt auch mal ein. Ist ja eh nur eine kleine Karte. Und wir bauen direkt auch noch okay, mit B können wir direkt sehe nicht, wie wir die nicht besiegen könnten. Und selbstverständlich bauen wir auch schnell noch Das Schiff könnte zwar am höchsten fliegen,
Aber da es nur über Granaten verfügt. Ziel auswählen. Da. Und Ziel auswählen. Da. Mach erstmal das einzige Luftschiff, das wir haben, kaputt. Dann haben wir Luftdominanz und das ist, wie wir ja alle wissen, der Schlüssel zum Sieg. Wow! Was wäre es mit diesem Schiff gewesen? Ah, okay. Sehr gut. Die Taste muss ich mir vielleicht auch mal merken. Reparaturbefehl, Fokus Waffen, mal schießen. Oh, da gibt's ein paar Schäden. Wenn ihr euch nicht bald wegbewegt. Das sieht nicht gut aus für uns. Man kann ja nicht immer gewinnen. Ach so, wir dürfen entscheiden, wo wir sie hinbewegen. Ja, dann bewegen wir sie erstmal wieder zurück nach Hause. Nee, nehmen wir lieber konstruieren. Thank you.
kleine Schiff behalten wir als Verteidigung und mit dem ganzen Rest gehen wir sie jetzt nochmal besuchen. Ja, kaum noch Geld, dann. Ohohoho. Da hat aber jemand Angst, hä? Bauen wir so weit wie möglich vorne auf. Das tat weh und war eine ziemliche Katastrophe. Erstellen. Ich vergesse immer, dass ich konstruieren möchte.
Ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis, in diese Karte rein zu zoomen, aber das geht irgendwie nicht. Es ist natürlich eine kleine Karte, da macht das auch nicht so viel Sinn. Was haben wir jetzt? Das, was wir haben, reparieren wir. Oh, die Zielscheiben sind gut. Einen Angriff versuchen wir jetzt nochmal. Wir bauen diesmal ein bisschen mehr auf stärkere Landschiffe. Und wenn das auch nicht klappt, dann lassen wir es für heute mal gut sein. Okay, keine Entermannschaft. Kollision, ihr kollidiert doch gar nicht.
Puh. Bald geht uns leider die Munition aus. Aber wir haben hier einen größten Turm zerstört. Und sie haben eine Menge mehr von uns zerstört, also. So. Dann speichern wir das Ganze mal. Play 01. Noch ein Blick auf die Karte. Also ich finde, dieses Spiel macht unglaublich viel Spaß, auch wenn es nicht immer so perfekt geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber es braucht natürlich Übung. Wie gesagt, das ist für mich ein Let's Play Blind. Ich habe noch keine Videos dazu gesehen. Ich habe noch keine Wikis dazu gelesen. Wie es halt am meisten Spaß macht. Und ja, beim nächsten Mal versuchen wir es vielleicht mal mit einem selbstkonstruierten Schiff oder einem selbstkonstruierten Landschiff. Oder, ja gut, mehr Möglichkeiten haben wir momentan nicht, aber auf jeden Fall, es macht jede Menge Spaß. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, kennt ihr ja, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts, da bin ich relativ liberal. Vorschläge, Anregungen, Kommentare können gerne unten in die Kommentarsektion. Spoilern kann man hier, glaube ich, nicht viel. Strategievorschläge oder Wünsche könnt ihr gerne äußern. Ich werde auf jeden Fall versuchen, auch nochmal ein Entermanöver irgendwie auszuführen. Vielleicht können wir uns ja ein Schiff vom Gegner unter den Nagel reißen. Und ansonsten, wenn alles nichts hilft, bis zum nächsten Mal. Ciao.